bin der Fabi Affentlanger, bin 23, wohne in Zeltdorf. Meine Partei ist die Junge SVP im Kanton Uri. Meine Ausbildung ist Eigenoptiker, ich arbeite momentan als Eigenoptiker. Meine größten Interessen sind Sport im Allgemeinen, vor allem Joggen und Schwimmen. Meine größte Stärke ist, dass ich meistens positiv denke. Meine größte Angst ist, dass ich eventuell die Wählerinnen und Wähler nicht ganz glücklich machen kann. Was mich am Kanton Uri positiv stimmt, ist, dass wir miteinander für den Kanton Uri kämpfen, da in schwierigen Zeiten. Was mich am Kanton Uri ein bisschen stört, ist, dass wir nur als Durchfahrtskanton wahrgenommen werden, obwohl wir schöne Natur haben und der Reisekanton Uri sich auf jeden Fall immer und jederzeit lohnt. Ich möchte unbedingt Landrat werden, dass ich mich einsetzen kann für den Kanton Uri und das Bestmöglichste für den Kanton Uri erreichen kann. So, Fabio. Du kandidierst jetzt zum zweiten Mal für einen Landrat. Was hat dich dazu bewogen, noch einmal diesen Schritt zu machen? Ja, weil ich jetzt ein bisschen älter geworden bin und jetzt wirklich in dem Sinn gewählt werden wette. Weil jetzt vor 4 Jahren, muss man sagen, dort habe ich noch relativ wenig Erfahrung gehabt. Jetzt habe ich als Präsident der jungen SVP doch relativ viele Erfahrungen können sammeln. Wieso soll man dich denn zuoberst auf die Liste schreiben? Man muss mich nicht zuoberst auf die Liste schreiben, das ist schon vorgedruckt, man muss sie nur noch innerieren. Es ist einfach so, dass ich sicher durch die Erfahrung und auch durch das Engagement, das ich gemacht habe die letzten 4-5 Jahren, den Leuten, die die Partei SVP wählen, sicher einen Grund gegeben haben, dass sie mich wählen können. Ist dir bewusst, was es für einen Aufwand bedeutet, wenn du jetzt im Landrat bist? Hast du überhaupt Zeit und Lust für das? Ja, das habe ich mit dem Arbeitgeber schon angeschaut. Die Zeit wäre vorhanden. Also, falls ich gewählt werden würde, wäre das kein Problem. Ich bin mir bewusst, dass es viel Zeit ist, die man investieren muss. Aber das tue ich auch jetzt schon investieren. Gerade zum Beispiel teilweise in der Woche 4 bis 5 Sitzungen jetzt schon. Also von dem her bin ich mir das bewusst, dass Zeit vorhanden muss sein. Sag mir bitte eine konkrete Sache, die du in den nächsten 4 Jahren als Landrat möchtest bewegen. Was ist dein wichtigste Anliegen? Mein wichtigste Anliegen ist nicht das politische Anliegen, sondern dass wir uns selbstbewusst im Kanton Uri präsentieren. Das heisst auch, dass wir außerhalb des Kanton Uri den Kanton Uri selbstbewusst vertreten haben, dass das Ansehen des Kanton Uri schweizweit gesteigert wird. Jetzt kommen wir endlich zu den thematischeren Fragen. Die Flüchtlingskrise hat sich ja in diesem Jahr etwas zugespitzt. Jetzt gebe ich dir ein Notfallszenario. Angenommen, der Kanton Uri hat Schwierigkeiten, Asylsuchende unterzubringen. Würdest du deine Wohnung für ein paar Wochen mit einem Flüchtling teilen? Leider habe ich keine eigene Wohnung, also müssen es meine Eltern machen. Mhm. Aber unsere Wohnung ist schon gut ausgelastet und darum denke ich nein. Was soll man denn mit diesen Flüchtlingen machen? Sollen die irgendwo auf der Straße leben? Nein, auf der Straße leben sollen sie sicher nicht, aber wir haben für das genug Unterkünfte. Zivilschutzanlagen, die man benutzen kann. Und im Kanton Aargau hat man es auch gesehen, über die Sommermonate kann man ganz gut auch Zeltstätte errichten. Aber Fabio, ich habe dich jetzt gerade gefragt, was denn wäre, wenn wir Schwierigkeiten hätten, die Leute unterzubringen? Die Schwierigkeiten wird es nicht geben, für das ist der Bund vorbereitet. Okay. Etwas noch zur Gesellschaftspolitik. Soll der Kanton Uri ein Jugendhaus für die Jungen einführen? Nein, das Jugendhaus im Kanton Uri ist definitiv momentan kein Bedarf, der muss gedeckt werden. Das sieht man auch immer wieder, hat man auch bei der Abstimmung gesehen. Es ist verworfen worden und das deutlich. Und wenn der Bedarf da wäre, würden die Jugendlichen selber machen und das machen sie auch in den Jugis, wo sie sich engagieren und das ist momentan das, was richtig ist für den Kanton Uri. Aber abgestimmt haben ja eigentlich die Erwachsenen. Abgestimmt haben die Wahlen, die über 18 sind. Und wenn man die Wahlbeteiligung anschaut, ist sie nicht wahnsinnig hoch gewesen. Das Interesse war nicht gross gewesen. Und jeder, der nicht 18 ist, hat immer noch Eltern. Und wenn er die Wahl hat, hat er die auch beeinflussen. Hand aufs Herz. Hast du dich schon einmal für deine Partei geschämt? Geschämt habe ich mich noch nie für meine Partei, weil es ist nicht meine Partei, die gehört niemandem. Und man muss ganz klar sagen, es gibt immer wieder Exponenten, die vielleicht etwas rauslernen, was man nicht so machen würde. Aber das gehört in eine grosse politische Partei, wie die SVP ist, mit über 30% Wähleranteil in gewissen Kantonen. Das gibt es einfach. Also würdest du dich nicht als Parteisoldat bezeichnen? Nein, definitiv nicht. Wenn etwas nicht nach meiner Meinung ist, dann mache ich das anders. Und das ist auch richtig so.